An der Oberfläche sind die Aufräumarbeiten nach dem Unwetter am vergangenen Freitag abgeschlossen. Die Abwasserkanäle sind in Wiesbaden allerdings immer noch in Mitleidenschaft gezogen. Mitarbeiter der Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden sind immer noch damit beschäftigt, die Gullis in der Innenstadt zu reinigen. Auch in Zukunft wird es bei Unwettern solchen Ausmaßes in Wiesbaden zu Überschwemmungen kommen. Schuld daran ist auch die Tallage der Innenstadt. Das Wasser aus vielen höher gelegenen Vororten bringt die Kanalisation an die Grenzen ihrer Kapazität. Das, was wir am Freitag erlebt haben, das war ein ganz extremes Regenereignis, was sozusagen nur statistisch gesehen alle 15 Jahre oder noch seltener auftaucht. Und da kommen natürlich gewaltige Wassermassen auf einmal runter. Und dafür kann und wird auch keine Kanalisation ausgelegt sein, weil das wäre ein riesentechnischer Aufwand, es wäre ein riesen finanzieller Aufwand. Und vor allen Dingen wäre es ja auch so, wenn man so eine Kanalisation umbauen würde, würde über Jahre hinweg die Innenstadt oder andere Teile Wiesbadens eine Baustelle sein. Wer jedoch einige Tipps beherzigt, kann in Zukunft dabei helfen, den Schaden durch Unwetter so gering wie möglich zu halten. Das, was ganz wichtig ist, ist, dass man selber sich schützen kann oder selber schützen kann, dass sein Keller nicht überflutet. Zum Beispiel, dass man anhand von einer Checkliste, die haben wir im Internet bei EEW, mal checken kann, habe ich meine Einfahrt abgesenkt, den Bürgersteig, biete ich da eigentlich dem Wasser einen einfachen Weg, habe ich darauf geachtet, dass meine Rückstauanlage in Ordnung ist, sodass kein Wasser aus dem Kanal bei mir in den Keller fließen kann. Sind meine Schächte so, dass die ein bisschen höher gebaut sind, sodass auch Wasser vielleicht im Garten stehen kann? Das kann man alles mal checken. Und vielleicht so ein ganz paar praktische Tipps. Also wenn man weiß, es kommt so ein Starkregen oder das kann man ja von der Wetterlage sehen, dass man sein Auto nicht gerade so parkt an einer Steilstraße, dass die Räder schräg gegen den Bordstein stehen, weil das lenkt das Wasser einfach dann auch auf den Bordstein um. Ein vergleichbares Unwetter gab es zuletzt vor fast genau 2 Jahren. Am 11. Juli 2014 stand die Wiesbadener Innenstadt auch unter Wasser.